Aufgrund des baldigen Release von Sonic Colors Ultimate habe ich den kompletten Rise of the Wisps Cartoon auf Deutsch vertont. Beide Parts. Dafür habe ich Musik und Soundeffekte neu gemischt, tatsächliche Synchronsprecher angeschrieben und auch ein paar Sätze selber gesprochen, und zwar die von Sonic. Und vorab, ich bin alles andere als ein Synchronsprecher, ich bin kein Julian Bam und schon lange kein Marc Stachel, der tatsächliche Synchronsprecher von Sonic. Aber ich wollte diesen Cartoon trotzdem unbedingt auf Deutsch haben und ich habe mein Bestes gegeben. Auch ein Riesendank an Lara Schmidt, dass sie die Stimme von Tails übernommen hat. Sie ist wirklich wahnsinnig talentiert. Wenn euch sowas gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da für mehr Sonic-Content. Und ja, genug gequatscht, legen wir los! Wow. Was hast du? Oh, sorry. Weißt du, ich habe die Geschichte gerade richtig gefühlt und deine Eggman-Nachahmung hat mich total rausgerissen. Na, wenn das so ist, willst du lieber Eggmans Sätze vorlesen? Was? Ach Quatsch, nein. Also, na gut, wenn du drauf bestehst. Sieh und staune, ich habe geübt. Seht ihr? Sobald jeder dieser Alien-Dehydrierer bis oben hin voll ist, habe ich genug Energie, um eine ganze Armee von meinen dummen Maschinen zu versorgen. Ich hätte natürlich deutlich mehr, wenn ihr nicht so viele Kapseln fallen gelassen hättet. Allerdings habe ich natürlich auch nicht mehr erwartet bei dem Schrott, den ich erfinde. Sonic? Sonic? Wo? Oh nein, er wird mir in den Hintern treten. Sonic. Kannst du bitte mit dem Improvisieren aufhören? Lies doch einfach, was der Übersetzer sagt. Alter, die direkte Übersetzung war nun mal ein bisschen trocken. Ich dachte mir bloß, ich peppe sie ein bisschen auf. Dieses arme Jade Wisp erzählt uns gerade ihre tragische Geschichte. Lass uns respektvoll sein. Bitte. Hey Jade, erzähl die Geschichte mit einem Witz oder einer Autoverfolgungsjagd, damit es interessant bleibt. Entschuldige. Fahr doch bitte fort. Dr. Eggman verschwand direkt danach. Er ist in ein cooles Auto gehüpft mit Flammen an der Seite und ist davon gedriftet. Aber dann explodierte es. Und dann plötzlich tauchte ein Dinosaurier auf. Wow, echt jetzt? Warte, du peppst die Geschichte gerade nur für mich auf, oder? Doch bevor er ging, übertrug er einem anderen Roboter die Leitung. Er nannte ihn... Oh nein! Metal Sonic, Sir, welch eine... Good! Great! Awesome! Eris ist mit solch einem... Outstanding! Wunderwerk der Technik, wie du es bist... Amazing! Beachte ihn gar nicht. Wie du hörst, ist sein Stimmenchip momentan verbuggt. Rocket! Also, gibt es irgendwas, was wir tun können, um deine Zeit angenehmer mit uns zu gestalten? Ah, ja natürlich. Unsere Aufgaben. Wir müssen bloß diese Wisps verarbeiten und dann über den Planeten entsenden. Und Dr. Eggman beauftragte mit vollster Strenge, dass wir es nicht machen wie schusselige Schwachköpfe. Aber keine Sorge, großer Bruder. Kann ich dich großer Bruder nennen? Wie dem auch sei, wir sind alles andere als schusselig, nicht wahr, Q-Bot? Jetzt mal im Ernst. Was habe ich gerade zum Thema schusselig gesagt? Oh. Ja.
gruselig. Er hat sich tatsächlich für mich geopfert, obwohl ich an allem schuld war. Oh, ist schon gut. Sonic wird ihn retten. Nein, alle von ihnen. Stimmt, Sonic? Sonic, hörst du überhaupt zu? Ja. Ich habe nur den Teil verpasst, wo ich diese Widerlinge finden kann, um sie zu Altmetall zu verarbeiten. Ich kann euch direkt zu ihnen führen. Super. Wenn jemand herumgeschubst wird, kenne ich keine Gnade. Wir retten deine Freunde. Nur bitte keine langen Geschichten mehr. Höp! Schnappen wir sie uns! Waren alle. Die Kapseln wurden überall um Sweet Mountain herum installiert und versorgen nun Dr. Eggmans Einrichtungen mit Energie. Also, das hier ist für dich, großer Bruder. Weißt du, ich würde dich ja darum bitten, es leichter für uns zu machen, aber ich glaube, noch leichter geht nicht. Fang! Hab's! Was geht ab, Metal? Bist aber die Haare auch nicht wirklich hübscher geworden. Das ist ja schrecklich. Sag ich ja. Ist so, als würde ich in den welthässlichsten Spiegel gucken. Nein! Den Wisps wird bereits ihre Energie entzogen. Wenn wir uns nicht beeilen, können wir sie nicht mehr retten. Ihr habt's gehört, Jungs. Ich würde ja gern noch ein bisschen plaudern und so, aber ich kann euch nicht ausstehen. Man sieht sich. Ist ja schon gut. Hat er bestimmt nicht so gemeint. Ich meine, wir sind doch eigentlich alle recht sympathisch. Oder, großer Bruder? Oh, okay, prima. Geh schon mal voraus. Wir kommen dir nach. Erste Kapsel voraus. Hier direkt nach links, Sonic. Alles klar. Hey, schon gut, schon gut. Gern geschehen. Eure, lächelnden Gesichter sind mir Dank genug. Er kommt, Sonic. Wir legen besser einen Zahn zu. Sorry, Schrotti. Aber wenn du mich aufhalten willst, musst du mich erstmal fangen. Laser! Wusstest du das nicht, großer Bruder? Die Wisps können ihre Macht mit jemandem teilen, dem sie vertrauen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es seine Macht mit dir teilen will. Aber keine Sorge, wir kennen da einen Umweg. Okay, das ist ein neuer Trick und ein neuer Tiefpunkt. Dafür haben wir gerade echt keine Zeit, Sonic. Die anderen Wisps werden in ein paar Minuten schon dehydriert sein. Keine Sorge, Tails. Er will gar keinen Kampf. Richtig? Was er will, ist ein Rennen. Na dann, lass rennen! Großer Bruder, wir können ihn ganz sicher noch schlagen. Zusammen. Verwandlung!
Machen wir sie platt! Game over. Wir haben es geschafft. Jade, du warst so tapfer. Und Sonic, gute Arbeit, wie immer. Na, war doch ein Zuckerschlecken. Hm? Ah, nun, das ist auch ein Zuckerschlecken. Tails, was hast du? Wir konnten Jades Freunde retten, aber so viele Wisps sind noch in Gefahr. Tausende von ihnen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie alle retten können. Du hast recht, Kumpel. Können wir vermutlich nicht. Weil die da uns wahrscheinlich zuvorkommen werden. Wenn das Problem manchmal zu groß erscheint, um es allein zu lösen, tust du einfach, was du kannst. Und bittest eventuell deine Freundin um Hilfe. Stimmt's? Stimmt. Jeder hat hier seine Aufgabe. Stimmt's, Kleines? Und ich bin bereit, mich wieder um unseren Job zu kümmern. Welcher beinhaltet Eggmans ganzes Leben zu ruinieren? Ich würde eher sagen, dass es eine Art Hobby ist. Ja, hast recht. Ein Job würde niemals so viel Spaß machen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende des Videos geschaut habt. Ich habe einen kleinen All-Nighter vollzogen, weil ich wollte einfach das Video so nah wie möglich an dem Original-Release von der Animation rausbringen und... ich denke, in meinen Augen war es das wert. Und in den nächsten Tagen werde ich auch noch ein Colors Ultimate Video raushauen vor dem Release, weil ich habe Bock auf Colors und ich habe einfach Bock. Dementsprechend würde mich ein Abo und eine Glocke auf jeden Fall freuen und das war es auch schon von mir. Auch vielen Dank nochmal an Lara fürs Mitmachen, dass sie Tails gesprochen hat. Ich gehe jetzt pennen und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Nacht oder wann auch immer ihr das schaut. Peace! Ah ja, Jungs. Entspanntes Ding. Ich gehe so hart pennen, Alter.